Magdalena Czeska. Sie, nämlich Magdalena Czeska, liegt auf Rang 4. Das haben wir inzwischen nochmal per Nachrechnung festgestellt. Aber dicht an den besten drei. Es führt jetzt nach diesem Durchgang Tatjana Ogryzko mit 29,800 und gemeinsam auf Platz 2 Larissa Lukjanenko mit Amina Saripova und dicht gefolgt von eben Magdalena Czeska. Und die Musik und die Übung kennen wir, fast ein Markenzeichen von ihr. Rhapsody in Blue von George Gershwin, die Übung vom Vorjahr, Ausgabe 96 jetzt. Da hat sie tüchtig an Schwierigkeiten zugelegt und besonders hier wirken ihre Drehungen, die Schwierigkeiten gut verteilt, sehr emotional vorgetragen. Ich hoffe, es wird, wie im Vorjahr, eine Weltspitzenübung. Kleine Standunsicherheit. Sie lebt für ihre Sportart. Wunderschöne Bewegungen. Ja, und dann kommt die Spitzfindigkeit des Reglements und bewertet nun die Ausgiebigkeit der Schwierigkeiten, die Beweglichkeit und das Maß. Dort wird ja von den Superstars bestimmt, die da weit über die 180-Grad-Grenze bei Streckungen gehen. Qualität der Längenachsendrehungen wird bewertet. Ja, nicht nur die Show, sondern die sportlichen Parameter sind es, die dann eben die Unterschiede machen. Tja, Magdalena, trotzdem bislang guter Auftritt. Mal sehen, was am Ende rauskommt. Das Schlusswort sprechen dann noch vor allen Dingen Lukjanenko, Saripova. Und die sich nach vorn turnende Tatjana Ogryzko.